Hey Leute, willkommen in Minecraft, um genau zu sein in der Version 1.7, die jetzt seit gestern Abend draußen ist. Wie vielleicht einige von euch wissen, wurden hiermit die Dinger, die Pistons, implementiert in das Spiel und da unten sehen wir schon ein wunderbares Beispiel, was mit Pistons alles möglich ist. Also das ist. Ich hatte ja schon im Voraus gedacht, dass Pistons ziemlich viel revolutionieren wird, was Minecraft angeht, aber Piston hat oder wird alles revolutionieren. Was ich jetzt an gestern Abend sp an Spielspaß mit dem Spiel hatte, es ist so genial. Pistons ist ein so geiles Spielzeug. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Sachen auf eigene Faust zusammengebaut, das heißt ohne Tutorials oder ähnliches, weil es sowas kaum gibt im Moment. Und naja, ich will euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ich denn so in den letzten, ich glaube 5 Stunden habe ich dafür gebraucht, so gebaut habe in Minecraft. Wenn ihr euch das auch interessiert, entweder kauft euch endlich mal Minecraft, an die, die sich's immer noch nicht gekauft haben, dann kriegt ihr das Patch so und so, 1.7.2, oder ladet's euch halt irgendwo runter, was soll's. So, okay, dann gucken wir einfach mal an, was ich so in letzter Zeit gebaut habe. Hier oben sehen wir jetzt das erste, was ich probiert habe, und zwar Multiple Pistons. Das heißt, wenn ich hier den Schalter betätige, gehen beide hoch und auch beide wieder runter. Das ist nicht ganz einfach, weil man nicht einfach beide verkabeln kann, sondern ein gewisses Delay hier reinbauen muss, weil Pistons, die auf sind, lassen sich nicht verschieben. Das heißt, es muss immer zuerst die obere und dann die untere aufgehen. Beim Hochfahren allerdings ist es egal. So, was haben wir hier noch? Das war nur so ein Versuch, der hat nicht funktioniert. Übrigens, das ja, das ist die Welt vom Let's Change, weil zu Beginn war Too Many Items noch nicht draußen und dann brauchte ich irgendwas, wo ich Slime Balls hatte. Und ich wusste, dass wir in der Let's Change Welt Slime Balls haben. Okay, was kann ich euch hier zeigen? Das ist hier ist auch recht spannend. Das zeigt nämlich, dass der Strom nicht unbedingt an der Piste drankommen muss, sondern es reicht auch, wenn es an den Block unten drunter kommt. So, dann haben wir hier hinten das, was ich aber wahrscheinlich am geilsten finde. Einfach mal schnell den Schalter betätigen. Und schon ist ein neuer Weg aus der Wand gekommen. Wenn ich den jetzt nochmal betätige, ist der Weg verschwunden. Das ist vor allem geil, wenn das hier Erdblöcke sind, auf einmal Teile der Erde hier rauskommt. So, was haben wir hier noch? Oh ja, daran habe ich auch richtig lang gesessen. Gestatten eine unscheinbare Steinwand, aber mit Durchgang. Das ist auch was richtig Geniales, weil man muss hier diese zwei Pistons, nee, diese vier Pistons schieben. Sieht man das? Ja, diese zwei Pistons und die zwei Steine hier rein und raus. Aber erst nachdem diese Pistons hier hinten den Stein zu sich reingeholt haben, weil sonst wäre hier ein Loch. Ist nicht ganz einfach zu verkabeln. Ich habe es auch noch nicht wirklich richtig verstanden. Aber es ist auf jeden Fall eine verdammt geile Sache. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir dasselbe, nur einfacher. Hier werden einfach zwei Pistons benutzt, zwei sticky Pistons, um einen Gang in die Erde zu ermöglichen. Das sieht dann so aus, das ist jetzt nichts Besonderes. So, was haben wir hier unten noch? Das war ja erst der Anfang. Dann hätte ich noch anzubieten, hier unten, was wahrscheinlich am längsten Zeit von allem gebraucht hat. Vor allem, das hat gestern Abend mit der Version 1.7 noch wunderbar funktioniert. Und dann wache ich auf. Oder was heißt, wache ich auf? Komme ich nach Hause, 1.7.2 ist draußen und nichts mehr geht. Also musste ich das Ganze hier neu bauen. Das hier, mal schnell, wie es funktioniert. Das ist ein Redstone-Kreislauf. Und zwar läuft die Energie hier außen immer rum. Ist auch verständlich. Aber damit das funktioniert und immer zwei gleichzeitig rumgeschoben werden können, muss hier noch zwischen zwei von den vier Seiten noch eine Verbindung sein, damit es die Energie sich immer gegenseitig noch umpolt, weil sonst geht das nicht, sonst wird einer hier rausgeschoben. Hat auch richtig lange Entwicklungszeit gebraucht. Jo, was haben wir hier noch? Ein Piston, der allein rumsteht. Das hier ist auch cool. Licht an, Licht aus. Und natürlich, weil ich ein großer Fan von Stroboskopen bin, gibt es das auch als Stroboskop. Und ich glaube, auf die Idee ist noch keiner drauf gekommen, dass man mit den Teilen Stroboskope bauen kann. So, was haben wir hier noch? Gucken wir mal. Ich habe noch viel gebaut. Ah, zum Beispiel hier eine. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich habe sie die Treppe hochgeschubst. Eine ausfahrbare Treppe. Und wohlgemerkt, die Treppe geht nacheinander hoch, nicht gleichzeitig.
Das wird mit diesen Delays hier gemacht. Außerdem wurden in dem Update die Repeater ziemlich verbessert. Das heißt, man kann sie jetzt auch viel einfacher ansteuern. Okay, was habe ich hier noch zu zeigen? Ah ja, diese Tür hier, die ist auch cool. Weil die funktioniert einfach sowas von sauber. Das ist total geil. Sowas kann man in Räume reinbauen oder in Wände als Türen, als automatische. Das ist nämlich weit cooler als Türen, die sich öffnen, wenn man einfach irgendwo hingeht und dann vor einem geht die Wand auf. Das hat viel mehr Stil als sich öffnende Türen. Was haben wir hier noch? Ja, haben wir einen Wasserfall, natürlich mit Pisten. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Ein Bericht über die was soll das denn jetzt? Kaspersky, geh weg. Stirb, dankeschön. So, jetzt war auf einmal Kaspersky bei mir, da kann ich mal voll nicht ab. Ja, und so bildet sich das Wasser da zurück, aber wir lassen es natürlich wieder laufen. Und was ich jetzt gerade als letztes noch gebaut habe, bevor ich dieses Video hier gemacht habe, weil, wie ihr seht, ich habe wirklich einiges rumprobiert, weil Pistons sind die Zukunft, Leute. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wer mit Pistons umgehen wird, der wird noch viel Freude haben in Minecraft. Man geht hier diesen Weg lang, ahnt nichts und ist weg vom Fenster. Ist eigentlich auch eine ganz einfache Schaltung. Hier haben wir zwei Pistons, wenn ich das mal hier aufgrab. Das sieht so aus. Und dasselbe haben wir jetzt da drüben, aber das muss ich jetzt nicht ausgraben. Und diese Pressure Blade ist hier unten verkabelt. Sieht man das überhaupt? Habe ich Lampen dabei? Ja, ein bisschen. Ist hier unten verkabelt. Ist hier doppelt invertet und geht dann hier entsprechend zu den Pistons rüber. Mehr ist das gar nicht, nur halt an beiden Seiten. Ja, man muss das jetzt nicht unbedingt so verkabeln, dass man die Kabel sieht, also es funktioniert auch so. Und ist eine wunderschöne Falle. Andersrum ist das natürlich genauso möglich, wenn ich hier den Inverter raushaue. Dann könnte man damit nämlich so eine Art Schlucht bauen. Also ich stelle mir jetzt gerade so eine Schlucht vor und dann kann man da drüber laufen. Hinter einem geht sie wieder auf. Geht, glaube ich, auch ziemlich ab, vor allem wenn da irgendwie Lava drunter ist. Hat, glaube ich, schon was. Ja, Leute, was soll ich noch dazu sagen? Also, es ist ein wunderbares Spielzeug, diese Pistons. Da kann man echt nichts sagen. Also, guckt euch das an. Das ist einfach genial, was man damit machen kann. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Und ich glaube, das Coolste von allem ist definitiv... Wo ist es? Da unten habe ich es gebaut. Dieses hin- und herschiebbare... Keine Ahnung, etwas. Das ist richtig genial. Das sieht auch richtig gut aus. Man könnte jetzt hier die Frequenz noch ein bisschen hochdrehen, aber um ehrlich zu sein, traue ich mich das nicht wirklich. Weil es hat sehr viel Arbeit gekostet, bis das wieder so flüssig funktioniert hat. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Das waren so meine ersten Eindrücke aus der Welt der Pistons. Richtig geile Sache, finde ich einfach nur. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich werde auf diesem Kanal keine Tutorials oder sowas machen. Also vergesst es, Leute. Ich werde euch nicht erklären, wie Pistons funktionieren. Da sucht ihr am besten euch andere Kanäle oder ihr wartet noch etwas ab mit dem linken Augezwinker. Danke fürs Zusehen. Ciao.